Meine sehr verehrte Damen und Herren, liebe Frau Lienert, sehr hatte ich mich darüber gefreut, als man mich fragte, ob ich heute hier im Ziegeleimuseum in Jockrim die Einführungsrede zu der Ausstellung Kunst und Revolverpresse halten könnte. Doch nun schon einige Jahre zurückliegend hatte ich schon einmal die Freude, im Rahmen einer Doppelausstellung der Künstlerin ihren Arbeiten zu begegnen. Ein breit gefächertes Repertoire erwartet die Besucher. In jedem Bereich ist Monika Lienert präsent, indem sie jedem einzelnen Kunstwerk seine ganz eigene Handschrift verleiht. Hier übernimmt die Künstlerin jede Herausforderung aus nahezu jedem Bereich an und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Porträts, Tiere, Biker, Blumen, Süßigkeiten und in jüngster Zeit auch das Abstrakte sind es, welches ihr geschultes Auge messerscharf einzufangen scheint. Für die in Bochum geborene und gelernte Augenoptikerin hat das Erfassen der Umwelt somit eine ganz besondere Bedeutung. Scharfe Konturen zeichnen ihre Arbeiten aus und vermitteln dadurch ein Gefühl von Direkt und Korrektheit. So befinden wir uns heute Abend in dem 1996 eingeweihten Ziegeleimuseum, welches sich in dem restaurierten Pressehaus der ehemaligen Karl-Ludwig-Pfalz-Ziegelei, wie schon erwähnt, befindet. Vergangenheit und Gegenwart sind es deshalb, welche diese Umgebung für die Präsentation von aktuellen zeitgenössischen Kunstwerken so reizvoll erscheinen lässt. Umgeben von der Ausstellung, welche die rund 100-jährige Geschichte der Ziegelherstellung in Jockrim dokumentiert, begegnen den Besuchern plötzlich Biker, Porträts oder Arbeiten, welche nahezu meditativ zu sein scheinen und die fernöstliche Glaubenslehre durch die Darstellung der Buddha-Figur im Raum lebendig und spürbar werden lassen. Das in Monika Lienert extra für diese Ausstellung geschaffene Werk Kunst und Revolverpresse, hier rechte Hand, versinnbildet sich die beiden Komponenten von Vergangenheit und Gegenwart. Die original erhaltene, restaurierte und vollbetriebsfähige Revolverpresse gibt dem Besucher somit auch einen einzigartigen Einblick in die Produktionsweise der ehemaligen Ziegelei. Es war das Jahr 1881, als Wilhelm Ludowitz das Patent auf eine Neuerung an der Revolverpresse erhielt. Nun war von da an eine gleichmäßige Brecherpressung der quaderförmigen Tonkuchen in die Ziegelformen möglich. Monika Lienert greift in ihrer Arbeit, dargestellt durch die Zahnräder und die junge Frau, überschnitten durch den rechten Bildrand, dieses Thema auf. Mensch und Technik, Industrialisierung und dadurch auch verursacht die Veränderung des Zeitgefühls. Der Mensch und die Technik. Noch ist er sichtbar. Aber wie lange wird es dauern, bis diese den Menschen aus seinem Lebensumfeld heraus verdrängen wird? Doch Monika Lienert, sie spielt mit in ihrem Ausstellungstitel und verleiht diesem somit eine Doppeldeutigkeit. Ist da die technische Komponente auf der einen Seite, kann unter der Bezeichnung Revolverpresse auch die Sensationspresse verstanden werden, welche uns Tag für Tag über spektakuläres Stars und Sternchen nebst deren Höhen und Tiefen zu informieren scheint. Meistens in der Berichterstattung etwas überhöht und überzeichnet, versteckt doch die junge Frau ihr Gesicht hinter einer dunklen Sonnenbrille. Möchte sie ihre Anonymität wahren, auffallen oder einfach nur schön sein? Überall lauern eventuell Paparazzi, um von ihr Fotos zu schießen, um sie dann danach in der sogenannten Revolverpresse oder auch Yellow Press genannt, im wahrsten Sinn des Wortes, schonungslos zu verheizen. Monika Lienert alias Limoni hat innerhalb der letzten Jahre ihr Oeuvre permanent erweitert. Es sind die Begegnungen mit interessanten Menschen und die Eindrücke des alltäglich Erlebten, welche sie zu ihren malerischen Motiven inspiriert. Geboren in Deutschland, lebte die Künstlerin doch über 30 Jahre in Frankreich. Die Großstadt Paris und das in Südfrankreich gelegene Valoris sowie Cannes sollten Stationen sein, welche ihre Malerei beflügelten. Es ist auch wohl das Licht des Südens, das Midi gewesen, welches Monika Lienert in ihren teils sehr kräftigen Farben in ihren Bildern eingefangen hat. Festgehalten mit Maltechniken, welche sie in Südfrankreich speziell in Cannes erlernte. Ein Lebensgefühl von Frische und Leichtigkeit vermittelt der Stil der Künstlerin. Hinzu kommen noch zahlreiche Auslandsreisen, zum Beispiel nach Indien, Afrika und Mauritius, welche durch ihre Kulturen und die dort lebenden Menschen tiefe Eindrücke bei ihr hinterlassen haben
und sich daher auch in ihrem Werk wiederfinden lassen. Dennoch ist es nicht nur das Fremdländische, das Exotische, die reine Äußerlichkeit, welches die Künstlerin interessiert, sondern vielmehr steht das Individuum, ob Mensch oder Tier, spielt dabei keine Rolle, im Vordergrund und Visier ihrer Malerei. Seit 2013 lebt und arbeitet Monika Liert nun in Deutschland. Durch diverse Ausstellungen in Südfrankreich sowie in Deutschland selbst ist sie mittlerweile schon einem breiten Publikum bekannt. Die Künstlerin alias Limoni hat diese Namensgebung nicht zufällig gewählt. Limoni, italienisch die Zitrone, sie ist gelb und symbolisiert gleichzeitig die Farbe des Sommers und der Sonne. Gelb vermittelt das Positive, Heiter, Fröhliche und Sorgenlosigkeit. Und auch in der Farbtherapie soll ja durch die Farbe Gelb das Stimulieren der geistigen Fähigkeiten und der kreativen Ideen erfolgen. Gerade die Impressionisten oder auch die Postimpressionisten haben in ihren Werken die Farbe Gelb verstärkt eingesetzt. Man denke zum Beispiel an das magische Gelb in Bildern von Van Gogh, seine Sonnenblumen oder sein berühmtes Straßencafé bei Nacht. Gelb hat ähnlich wie Rot eine Signal- und Sogwirkung. Und in Verbindung mit Schwarz wird diese noch einmal Vielfaches verstärkt. Monika Lienert hat ihren Arbeiten ihre ganz eigene Handschrift verliehen, welche mit einem hohen Wiedererkennungswert verbunden ist. Versucht man ihre Werke einzuordnen, so möchte ich an dieser Stelle ein Zitat der Künstlerin einfließen lassen, welches wie folgt lautet: Meine künstlerische Welt bewegt sich zwischen dem Realismus, Mensch und Tier, und dem abstrakten Malen, welches durch die verschiedenen Materialien wie Acrylfarbe, grobe Fäden, Marmormehl, Oxidantien, Blattgold und Fantasie der Kreativität freien Raum lässt. Werfen wir einen Blick zurück in die Kunstgeschichte. Der Realismus bezeichnet in der Kunstgeschichte eine Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa einsetzende neue Kunstauffassung, die sich gegen Darstellungen des Klassizismus und der Romantik wandte. So geben die Künstler in ihren Werken die Wirklichkeit wieder, welche dahingehend im Sinne von Alltäglichkeit und Sachlichkeit stehen. Der bekannteste Vertreter der realistischen Malerei war der französische Maler Gustave Courbet, welcher sich den damals noch sehr unscharf und ungenau definierten Begriff der realistischen Kunst aneignete und ihn wegen seiner provokanten Wirkung für seine Kunst verwandte. Die Inhalte seiner Werke wirken prägend auf den Begriff Realismus. Hauptanliegen Courbets war es, aus der Kenntnis der künstlerischen Tradition und seiner eigenen Individualität schöpfen, lebendige Kunst zu schaffen. Auch Monika Lienert zeigt heute hier in jeder einzelnen ihrer Arbeiten, dass auch sie ähnlich wie Courbet aus ihrer eigenen Individualität geschöpft hat, um ebenfalls eine lebendige Kunst zu schaffen. Dass diese Kunst lebendig ist, denke ich, ist für jedermann ersichtlich. Ein breites Motivspektrum überrascht den Besucher. Circa 42 Arbeiten zeigt die Künstlerin zu den unterschiedlichsten Themengebieten. Sind da auf der einen Seite die Porträts, meistens in Öl, entdeckt man an anderer Stelle den coolen Biker im lässigen Shirt oder die Serie der Zen-Gemälde, welche einen Hauch von fernöstlicher Meditationslehre lebendig werden lassen. Ergänzt wird das Ganze von Arbeiten, die unter dem Titel Golden Rain und Fantasia geführt werden. Monika Lienert gelingt es in ihren Arbeiten durch geschickte Farbauswahl und gekonnten Umgang mit ihren Arbeitsmaterialien, sei es Pinsel, Spachtel oder Schwamm, dem dargestellten Motiv Leben einzuhauchen. Ihre Malerei kann man als akkurat, detailgetreu und überlegt bezeichnen. In jüngster Zeit hat die Künstlerin aber auch ihre Liebe für die abstrakte Malerei entdeckt. Wie sie sagt, findet sie es für sich spannend, von ihrer realistischen Malerei zeitweise auf die Abstraktion überzuwechseln. Die Herausforderung besteht für sie darin, die Vielseitigkeit der unterschiedlichsten Materialien mit in ihre Werke einzubinden. In ihren abstrakten Werken entsteht für die Künstlerin ein Freiraum, welcher ihren kreativen Schaffensprozess vorantreibt, und das Kunstwerk verdankt sein entstehenden, dafür eingesetzten eben diesen Materialien und der Fantasie der Künstlerin. Hauptsächlich sind es Acrylfarben, Marmormehl, grobe Fäden, eben die genannten Oxide und Blattgold, die sie in ihren abstrakten Werken verarbeitet. Seit Winter 2016 verarbeitet sie auch Fäden, welche den Arbeiten eine ganz besondere Oberflächenstruktur verleihen.
Es existiert hierbei nicht unbedingt ein Konzept, wie Montalina sagt, sondern ausschließlich der Zufall ist entscheidend. Während des Arbeitsprozesses werden Künstlerin und Material zu einer einzigen Einheit, die einen nahezu symbiotischen Bezug zueinander entwickeln. Die eine Seite kann ohne die andere nicht in einem ausgewogenen, harmonischen Verhältnis sein. Somit spielt es für sie keine Rolle, ob sie mit Öl, Acryl, Spachtelmasse, den diversen schon genannten Materialien, mit Pinsel, Spachtel oder mit einem Schwamm arbeitet. Die Ergebnisse sprechen für sich. Mal ist die Oberfläche aalglatt, mal ist sie in Craquelé-Technik gerissen oder sie fühlt sich plastisch und reliefartig an. Montalina ist eine Künstlerin, die nicht nur Motive wiedergibt, sondern die sich in jedem einzelnen ihrer Werke widerspiegelt. Man spürt die Begeisterung für das Malen, den Umgang mit Farbe und Leinwand. Leuchtende, kräftige Farben, die Lebensfreude und die Begeisterung zum Ausdruck bringen auf der einen Seite, Ruhe, Geheimnis und nahezu meditative Stimmungen auf der anderen Seite. Freude am Vorhandenen, am Gesehenen möchte die Künstlerin mit ihren Arbeiten vermitteln. Jeder soll und kann sein ganz spezielles Werk entdecken und wenn man ganz genau hinschaut, dann findet man darin vielleicht auch ein kleines Stück von sich selbst wieder. Monika Lehnert alias Limoni hat sich durch diverse Einzel- und Gruppenausstellungen innerhalb der letzten Jahre, wie schon angesprochen, einem breiten Publikum bekannt gemacht, welches auch immer wieder dazu beigetragen hat, dass die Künstlerin in ihrem Schaffen keinen Stillstand, sondern einen stetigen Entwicklungs- und Veränderungsprozess erlebt hat. Sie hat die Côte d'Azur gegen die schöne Pfalz eingetauscht, um in diesem beflügelnden Umfeld ihrer niemals ruhenden Kreativität freien Lauf zu lassen. Nun habe ich mir zum Schluss doch noch Gedanken gemacht, was es mit Limoni auf sich hat. Wir haben ja schon davon gehört, was Montalina dazu bewogen hatte, Zitrone, sprich Limoni, als Künstleremblem zu benutzen. Die Zitrone ist zwar außen gelb, innen jedoch sauer. Ich kenne nun die Künstlerin schon seit geraumer Zeit und kann Ihnen sagen, das Gegenteil ist der Fall. Dennoch konnte ich es nicht unterlassen zu recherchieren, warum die Zitrone überhaupt sauer wurde. Ich muss das wirklich mal betonen, ganz früher waren die Zitronen, ich weiß nur nicht genau mehr, wann dies gewesen ist, so süß wie Kantis. Bis sie alles sprachen, wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen. Auch finden wir das Gelb abscheulich. Wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden. Ihr müsst so bleiben. Ich bedauere, da wurden die Zitronen sauer. Ein Gedicht von Heinz Gerhardt, meine Damen und Herren, die Erklärung ist dahingehend, die diese Frage beantwortet haben, warum die Zitronen letzten Endes sauer wurden. Die Künstlerin Montalina darf Sie nun recht herzlich einladen, mit ihr gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen. Zögern Sie nicht, seien Sie auf ein ganz besonderes Kunsterlebnis gespannt. Lassen Sie sich darauf ein. Ich selbst wünsche der Ausstellung einen erfolgreichen Verlauf und der Künstlerin weiterhin viele glückliche und kreative Momente. Beschließen möchte ich diese Einführung einmal mit noch zwei Zitaten. Einmal von dem Schweizer Dichter Karl Spitteler, der einmal sagte, Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden, ist wohl das schönste Glück auf Erden. Und Monika Lehnert selbst sieht ihre Kunst dafür geschaffen. Versuchen wir die Welt mit unserer Kunst farbenfroher und friedlicher zu gestalten, ohne die tatsächlichen Probleme zu ignorieren. Ich wünsche der Ausstellung viel Erfolg und viele interessierte Besucher. Ich selbst bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen angenehmen kunstvollen Abend. Herzlichen Dank, lieber Thomas Angelo, für diese fachkundige und ebenso unterhaltsame und kurzweilige Einführung. Dankeschön. Wir werden jetzt die Ausstellung mit ganz anderen Augen sehen können. Auch Ihnen, lieber Herr Rolf Meyer-Thibault, herzlichen Dank für die musikalische Gestaltung des Abends. Ein Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer, die bei der Vorbereitung dabei waren.
an die Ilona Stober, an Madame Danielle Meyer, die jetzt eingesprungen ist, noch einiges mit der Frau Monika Wiener zusammen gemacht hat, an den Bauhof, der unterstützt hat und alle, die geholfen haben. Und auch an das Helferteam heute Abend, Judith und Jörg Scherer und die Frau Hermine Rühl. Herr Jörg Scherer lässt sich ja nicht so gerne begrüßen, jetzt steht er draußen, jetzt kann ich es kurz machen. Ich darf ihn begrüßen als ehemaligen Bürgermeister und zweiten Vorsitzenden vom Förderverein Ziegeleimuseum. Ein ganz besonderes Dankeschön natürlich an unsere Künstlerin, liebe Monika Lehnhardt. Vielen Dank, dass Sie unser Museum nutzen, um Ihre Kunst auszustellen. Und das war jetzt, glaube ich, mein Stichwort, was Sie gerade gehört haben, um den Genuss noch zu steigern von der Kunst, von der Musik. Und haben wir noch ein wenig Sekt dazu. Ich darf Sie im Namen des Fördervereins einladen zu einem Glas Sekt oder zwei und im Namen von der Monika Lienhardt zu Canapés und Knabbereien dazu. Genießen Sie diesen Abend. Schön, dass Sie da sind. Und viel Vergnügen.